Eigentlich will Silvia Fritsch nur eines: tanzen. Das ist ihre große Leidenschaft. Ich sag immer, das Käse ist für mich wie ein zweites Wohnzimmer. Wir haben schon so oft gesagt, wir sind hier wie so eine große Familie. Doch bei aller Harmonie, genau in diesem Wohnzimmer hängt seit geraumer Zeit der Haussegen schief. Seit Sommer 2022 liegt Inhaberin Nadine Ludwig im Dauerclinch mit dem Mieter über ihrem Tanzlokal. Er ist während der Pandemie eingezogen. Da hatten wir natürlich geschlossen, da war Ruhe. Aber es wurde ihm gesagt, dass wir wieder aufmachen, dass wir in der Diskothek sind und nachts öffnen. Das ist gar kein Problem. Er liebt Musik, er mag es und er möchte unbedingt die Wohnung haben. Er hat regelrecht gebettelt um diese Wohnung. Dieses Gespräch mit der Hausverwaltung hat der betroffene Mieter einen Stock höher ganz anders in Erinnerung. Er habe extra nach dem Tanzcafé gefragt. Und da wurde mir seitens der Hausverwaltung unmissverständlich zu verstehen gegeben, die würden definitiv nicht wieder eröffnen, weil sie bereits vorher schon in wirtschaftlicher Schieflage gewesen seien und dementsprechend jetzt die Corona-Krise nicht überleben würden. Es steht Aussage gegen Aussage. Die Hausverwaltung hat nirgendwo schriftlich festgehalten, dass der Mieter über die Wiedereröffnung des Tanzcafés informiert wurde. Kiminus ist der einzige Mieter in dem großen Wohnhaus, der sich wegen des Lärms beschwert. Und das Ordnungsamt gibt ihm recht. Die Lärmbelastung in seiner Wohnung durch das Tanzlokal sei zu hoch. Deshalb ist seit rund einem Monat die Musikanlage des Café Käses mit einem Limiter versehen. Dieser schaltet um 22 Uhr die Musik automatisch leiser. So funktioniert auf gar keinen Fall eine Party. Und gerade 22 Uhr, was ist 22 Uhr in Berlin? Das Café Käse ist eine Westberliner Institution. Seit 1966 wird hier dem Standardtanz gefrönt. Wenn man ein bestimmtes Alter hat, wo soll man da hingehen? Für die Jüngeren ist ja genug da, aber wenn man da schon ein bisschen älter ist, ist nicht mehr viel los in Berlin. Das ist wirklich, wirklich schade, dass ein so ein Querulant, Kleinbürger, wie man ihn nennen möchte, dass der den Eigentümer, die hier wirklich Herzblut reinlegen, der Leben so schwer macht. Es ist 22 Uhr und die Musik wird automatisch leiser. Aber außer der Einbildung der Musikanlage gibt es ja auch noch das riesige Gebläse draußen. Und wie sich bei diesen vier Messungen vor Ort ebenfalls herausgestellt hat, dass auch die weitaus zu laut ist. Es gibt auch Phasen, wo ich sage, ich gebe auf. Ich schaffe das nicht mehr. Aber dann kommt immer wieder das Gefühl vom Käse und die Leute, die hinter einem stehen. Und da kommt man dann immer wieder aus dem Loch gekrochen und sagt, okay, geh mal weiter. Der Umsatz im Café Käse sei schon eingebrochen, so die Besitzerin. Dabei gehe der Streit gerade erst in die nächste Runde.